Das Mittelalter ist bekanntlich das beste Spieleszenario. Das ist einfach eine objektive Wahrheit, da müssen wir gar nicht diskutieren. Und deswegen sind wir bei der Gamester hier immer auf der Suche nach spannenden neuen Mittelalterspielen. Und eins davon hat mein Kollege Fabiano gespielt, Medieval Dynasty. Hallo Fabiano. Hallo Maurice. Du hast das eine Stunde gespielt, die Entwickler haben uns damit besucht. Jetzt erklär doch erstmal, was ist das überhaupt für ein Spiel? Weil es klingt ja erstmal so relativ. Irgendwie alles, was man am Mittelalter toll findet. Aufbau ist drin, Open World ist drin, realistischer Survival ist drin. Was ist das für ein Spiel? Ja, das war ganz lustig, als ich vorhin meinen Text geschrieben habe. Wollte ich Genre eintragen und habe dann auch erstmal überlegt, was schreibe ich da jetzt hin? Weil es ist ja eben eine extrem große Genre-Mischung. Also du hast nicht nur Rollenspiel, sondern es will halt auch ein Aufbaustrategiespiel sein in gewisser Weise. Und es ist auch ein Survival-Spiel. Also es vermischt wirklich diese ganzen Sachen zusammen und lässt uns dann in seine mittelalterliche Welt uns einfach austoben im Prinzip. Also es ist ein Sandkasten. Es hat Quests, es hat RPG-Elemente, wie einen Charakter, den wir aufskillen können. Wir können verschiedene Sachen machen in der Welt, können Tiere jagen, können eigenen Acker anbauen, können Häuser bauen, solche Sachen eher. Also man darf jetzt nicht erwarten, wie sagen, Rollenspiel, das ist irgendwie sowas wie Skyrim, dass wir hier rumlaufen und Abenteuer erleben. Das ist es nicht. Es ist eher eine Art eigener Mensch sein im Mittelalter, eine Person, eine Rolle spielen. Und die sieht eben auch vor, dass wir Sachen bauen können. Und da kommt halt dann das Aufbaustrategie Part in den ganzen Mix, dass wir halt einfach ein eigenes Dorf bauen können aus der Ego-Perspektive, wahlweise auch Third-Person-Ansicht und so dann unsere Häuser bauen. Ein bisschen wie in Banish, weil wir auch unsere Ressourcen verwalten müssen, aufpassen müssen, dass alles läuft, dass Leute glücklich sind, wie bei einem normalen Strategiespiel und gleichzeitig eben Survival selber nicht verhungern sollten. Das heißt, wir müssen Essen sammeln, trinken und am Leben bleiben. Das ist so die Grund Ausgangslage von Medieval Dynasty. Aber du hast jetzt nicht eine tatsächliche Aufbauspielansicht wie in Banish, dass du rauszoomst und Häuser platzierst aus der ISO-Perspektive. Nee, du hast später noch so eine Verwaltungsansicht im Prinzip im Menü, wo du halt dann deinen Dorfbewohnern auch Aufgaben zuteilen kannst. Aber eigentliche Aufbaupart, der findet in der Ego-Perspektive statt. Also du läufst durch die Welt und hast dann halt ein Auswahlmenü, wo du verschiedene Gebäude hast, die verschiedene Aufgaben erfüllen und die Gebäude pflanzt du dann halt im Prinzip dahin, wo du gerade stehst. Also du siehst dann so einen Umriss von dem Gebäude, läufst dahin und setzt es einfach an die Stelle und dann siehst du so ein Fundament erstmal und halt den Umriss vom Gebäude selbst. Und erst wenn du dann die Ressourcen heranschaffst, die nötigen Man schaffst, alles dorthin bringst und anfängst mit deinem Hammer auf das Haus einzuklöppeln, steht da irgendwann auch wirklich ein Haus. Also du musst da Okay. wirklich Schritt für Schritt dein Haus selber bauen. Und das tatsächlich frei in dieser Open World. Du kannst überall hingehen und sagen, hier will ich jetzt ein Haus hinstellen. Ja, also so war es zumindest. Also in der Version, die ich gespielt habe, war das noch eine eher beschränkte Umgebung? Also ich konnte noch nicht die ganze Open World bereisen, sondern es gab da noch ein paar unsichtbare Grenzen, weil es eben eine Demo-Version war. Aber innerhalb dieser Grenze konnte ich rumlaufen, wie ich wollte. Ich bin auch dann direkt, als mir gesagt wurde, du kannst ein Haus bauen, bin ich sofort in den Wald irgendwie gerannt und habe versucht, da meine Hütte hinzustellen. Und dann meinten die Entwickler auch, vielleicht ist es klüger, dein Haus erstmal dahin zu bauen, wo auch andere Menschen leben. Na gut, dann baue ich halt mein Haus irgendwie nebenan. Aber ich hätte es gekonnt. Ich hätte das theoretisch hinbauen können, wo ich will, wenn da Platz gewesen wäre. Du Also wärst ich. also der irre Waldeinsiedler in deinem Dorf gewesen, im Mittelalterlichen, den die Leute dann als erstes ans Feuer geliefert hätten, wenn die Inquisition vorbeikommt und nach Hexern sucht. Naja, da war das ja noch alles recht dünn besiedelt. Da waren ja nicht, da die einzigen Leute, die ich da gesehen habe, waren ich selbst. So ein Kerl, den ich im Wald gefunden habe und den ich geholfen habe und der mir dann geholfen hat, Sachen zu bauen und meine eigene Familie. Das heißt, ich musste mich vor niemandem fürchten in dieser Situation. Ja, Ich das wäre ja stimmt. dann der Herrscher meiner eigenen Scholle gewesen, im Prinzip mein eigener Lehnsherr. Das so habe ich mir das eher vorgestellt, dass ich mir das Land Ah. hier einfach aneigne und irgendwann kommen dann schon die Untertanen, die ich dann zu meinen Leibeigenen mache. Also das war der langfristige Plan, aber ich hatte halt nur eine Stunde Zeit.
Weil du jetzt schon andere Leute erwähnt hast. Das klingt ja jetzt ein bisschen so nach so Survival-Spielen. Es gibt ja einige Survival-Spiele, wo du bauen kannst. Die sind oft online. Weißt du schon, ob dieses Spiel auch eine Online-Welt haben wird? Oder ist da jeder Spieler in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Open-World mit den NPCs unterwegs? Die Aussage der Entwickler war, dass das als Single-Spiel, also Singleplayer-Spiel konzipiert ist. Also es ist nicht darauf ausgelegt, da eine Multiplayer-Komponente reinzubringen. Momentan ist es halt noch recht früh in der Entwicklung. Es geht dann irgendwann in den Early Access, aber der momentane Plan sieht das erstmal nicht vor, sondern es ist eher eine Einzelspielererfahrung. Okay, dann kommt natürlich sofort ein anderer Gedanke auf. Du hast auch vorher schon gesagt, es geht darum, ein Mensch im Mittelalter zu sein, eine Mittelalterrolle zu spielen. Ist es denn was für Fans von Kingdom Come? Weil das wäre ja der nächste Gedanke, den man da sofort hat, wenn man das hört. Ja, nicht nur, wenn man es hört, sondern wenn man das Spiel auch sieht, weil es sieht schon sehr gut aus, so rein objektiv gesehen, was die Texturen angeht und was die Lichtstimmung angeht, was die ganze Grafik allgemein angeht. Ich rede jetzt nicht über die Animationen, da gibt es noch ein paar hakelige Dinge, aber die Optik an sich ist schon recht gut, das ist die Unreal Engine 4. Und wenn man, sag ich mal, flüchtig drauf guckt, kann man das schon mit Kingdom Come verwechseln, eben weil Kingdom Come war ja auch ein sehr schönes Spiel und hat im Mittelalter stattgefunden. Und das war auch das Erste, was ich dachte, ey, das sieht ja aus wie Kingdom Come. Aber man sollte nicht erwarten, dass es so ist wie Kingdom Come. Also es ist kein Verdammt. Rollenspiel im Mittelalter. Es tut mir leid, es hat einen anderen Ansatz. Du hast keine Story, du hast keinen vorgefertigten Charakter, sondern du schaffst dir, also es ist ein Sandkasten, du baust dir deine eigene Geschichte. Es gibt zwar Quests, also es soll so andere Familien geben und man baut ja auch seine eigene Dynastie auf und wenn man dann mit anderen Familien redet und denen hilft, dann steigt die Reputation der eigenen Dynastie und das ist so eher die Artgeschichte, die da erzählt wird. Und bei Kingdom Come war es ja eine recht klassische Abenteuergeschichte von Heinrich, der halt irgendwie auszieht und dann Abenteuer erlebt und kämpft und das hast du hier alles nicht. Also es geht nicht darum, Abenteuer zu erleben, sondern es geht eben darum, ein guter Mensch zu sein, seine eigene Dynastie auszubauen, seiner Arbeit nachzugehen wirklich. Also es ist halt auch ein Spiel, in dem man, glaube ich, auch Spaß daran haben muss zu sagen, ich gehe jetzt einer banalen Aufgabe nach. Also das habe ich doch im echten Leben schon genug, Fabiano. Ja, aber im echten Leben, Maurice, wie oft hast du da schon eine Blockhütte gebaut? Und wie oft hast du im echten Leben dein eigenes Feld bestellt oder noch besser, irgendwann Leute gezwungen, dein Feld zu bestellen? Damit kriegst du mich natürlich, Leute, Leibeigene haben, weil das habe ich im echten Leben leider tatsächlich nicht. Siehst du, und da kannst du dann drauf hinarbeiten. Sehr gut. Wie sehen denn dann Quests und so in diesem Spiel aus? Von den Quests, wie sie dann angedacht sind am Ende, habe ich noch nicht viel gesehen. Was ich gesehen habe, war halt die Einsteiger-Tutorial-Mission. Die war noch recht unspektakulär. Das war halt, ich stand am Anfang im Wald mit meiner Frau und Frau fragt, uns ist kalt, kannst du vielleicht ein Feuer machen? Dann bin ich halt losgelaufen, habe Holz gesammelt und Feuer gemacht. Also es war halt, es hat mich nur in die Spielmechanik eingeführt. Was jetzt genau für Quests am Ende geplant sind, konnte ich so noch nicht selbst erleben. Es ist aber doch der Grundstein einer wunderbaren Ehe, Fabiana, was du da erlebt hast. Ja, meine Frau ist später auch von mir weggerannt. Also sie ist in den Wald geflüchtet. Warum? Ich glaube immer nur, ich glaube es, also es ist eine sehr frühe Version und ich hoffe, dass es ein Fehler war. Vielleicht lag es auch an mir. Ich glaube eigentlich nicht. Ja, bestimmt nicht. Du warst bestimmt super charmant und ein guter Ehemann für sie. Ich habe ihr das Feuer gemacht. Ich habe ihr ein Reh gejagt und ihr und dem Sohn Essen gegeben. Also ja, was will man traditionell. Was mich noch interessieren würde von dem, was du bislang gesehen hast, was gibt es denn alles schon in dieser Open World? Also ist das weitgehend leeres Land und du bevölkerst es mit deinem Dorf oder wirst du irgendwann zum Beispiel auch schon fertig gebaute Schlösser und große Städte treffen, die dann da sind und mit deiner irgendwie Handel treiben können oder was weiß ich? Wurde mir erstmal noch nichts gesagt, es wird aber auch andere. Also in der Version, die ich gespielt habe, war es erstmal eine relativ offene Fläche, halt viel Waldgebiet. Ich konnte mir die Karte schon ein bisschen angucken, da habe ich keine großen Städte gesehen und so wie ich die Entwickler verstanden habe, war jetzt auch nicht geplant, dass da irgendeine riesige Stadt ist, wie bei Kingdom Come oder bei auch bei The Witcher, wo man dann die Zivilisation erleben kann, sondern dass es halt einfach nur andere Dörfer gibt, also Nachbarn im Prinzip, andere Menschen, die man auf der Karte treffen kann. Also es wird wohl nicht so sein, dass nur
dass dann nur das steht, was ich selbst baue. Da werden auch andere Dinge passieren. Das ist auch so ein bisschen ein Kritikpunkt, den ich bis jetzt noch hatte, dass die Welt an sich noch nicht sehr viel Wiedererkennungswert hatte. Also da eben so imposante Burgen und so etwas, was habe ich alles noch nicht gesehen. Ich hoffe, ist das Mittelalter ohne imposante Burgen? Du sagst es, was wäre das Mittelalter, wenn wir keine Burgen und Ritter hätten oder irgendetwas, woran wir uns festhalten können, weil es ja so romantisch und martialisch ist in gewisser Weise. Kann man dann später große Burgen errichten oder ist es schon begrenzt auf so kleinere Bauerndörfer? Ich glaube, es ist nicht vorgesehen, dass du ein eigenes Schloss baust, sondern es läuft darauf hinaus, dass du halt mit einem Dorf anfängst und es wird immer größer und soll dann halt irgendwann, also das Ziel ist im Prinzip, die Stadtrechte zu bekommen. Das heißt, es wird wahrscheinlich eher auf dieser kleinen Skala passieren. Wahrscheinlich auch, weil Städte im Mittelalter irgendwann auch ziemlich kompliziert werden mit irgendwelchen Gilden und Stadtrechten und irgendwelche Stadtrechte und Bürgerrechte und so ein Kram. Das wollen wir ja alles nicht. Wir wollen ja eher, ich habe ja von unserer Scholle geredet und von den ganzen Leibeigenen. Und das gibt's in der Stadt nicht, Maurice. Davon musst du dich losmachen. Ah, das ist sehr schade. Dann würde ich nochmal, weil du jetzt auch schon martialisch angesprochen hast, was für eine große Rolle spielt denn der Kampf in dem Spiel bislang? Kann man viel kämpfen? Soll man viel kämpfen? Oder konzentriert sich's mehr auf Jagd und Holzhacken und so Zeugs? Kämpfe sind ein Teil, aber eigentlich kein besonders ausgearbeiteter. Also ich habe in der Version einen Kerl im Wald irgendwann vor Wölfen gerettet und da bin ich halt hingelaufen und habe halt ein bisschen ungelenkt mit meiner Fackel vor der Nase von den Wölfen rumgeschwenkt, bis die halt weggerannt sind. So, das war der einzige Kampf, den ich da hatte. Und ansonsten, wie du gesagt hast, halt, ich bin rumgelaufen, habe mit meinem Bogen auf Rehe geschossen. Und so wie ich den Entwickler verstanden habe, wird es auch keine richtigen Kämpfe à la Kingdom Come geben. Also du kannst nicht erwarten, dass dann jemand mit einem Schwert auf dich zukommt und du richtig parieren musst und so, sondern die Kämpfe werden sehr, sehr mau ausfallen. Also einfach ist nicht der Kern des Spiels. So ich habe gefragt, ob es vielleicht auch noch irgendwie Räuberüberfälle gibt oder so etwas. Da gab es noch keine klare Entscheidung. Also es kann schon irgendwie Konflikten kommen, aber eigentlich sind Kämpfe in einer großen, gut durchdachten Form nicht vorgesehen, sondern es geht wirklich darum, deine Dynastie aufzubauen. Also das ist der eigentliche ausschlaggebende und auch das Alleinstellungsmerkmal von Medieval Dynasty, dass du halt über die Zeit deine Familie großziehst und dann ja Jahrzehnte überspannt deine Reputation erhöhst und deine Stadt vergrößerst und ja, dann halt mehr wie ein Aufbaustrategiespiel überlebst und größer wirst und dich ausbaust. Heißt das dann auch, dass ich dann als mein Sohn oder meine Frau weiterspiele, wenn meine Figur stirbt? Ja, genau. Es ist so ein bisschen wie bei Ancestors, dass du, wenn du halt abtrittst, aus welchem Grund auch immer, das kann sein, weil dir ein Wolf halt mal ein bisschen zu nahe gekommen ist oder weil du verhungerst oder verdurstest oder eben weil du an Altersschwäche stirbst. Und wenn das passiert, dann ist es anders als vielleicht bei anderen Survival-Spielen kein Game Over per se, sondern wenn du gute Arbeit geleistet hast und dein Sohn noch am Leben ist und dein Erbe antritt, dann... Und nicht mit deiner Frau weggerannt ist in den Wald. Der ist da geblieben. Die ist alleine in den Wald gerannt. Er war aber immer noch in der Hütte. Das heißt, ich habe noch Vertrauen, dass weil du ihn eingesperrt hattest in deine Hütte, du Monster. Es war nicht meine Hütte, es war eine Hütte von jemand anderem. Ah. Ja, aber dann ist ja alles aber wie gut. Gesagt, du übernimmst immer die Rolle von deinem Sohn dann, von deinem Erben und der wird dann wahrscheinlich auch älter und kriegt hoffentlich auch Kinder und dann geht das immer so weiter. Und deswegen heißt es ja Dynasty, weil es nicht nur um das Leben eines Mannes geht, sondern einer ganzen Dynastie. Jetzt gibt es ja recht viele Survival-Spiele, recht viele Open-World-Spiele da draußen auf Steam. Manche davon werden große Erfolge, andere scheitern katastrophal. Welches Potenzial würdest du Medieval Dynasty attestieren? Also in der Zeit, die ich mit ihm gespielt, also die ich mit ihm verbracht habe, hat es mir schon Spaß gemacht, weil ich sehe, dass dieses Konzept finde ich spannend, dieses Dynastiekonzept. Das ist vielleicht eine kleine Faszination auch, dass man sagt, man erlebt nicht nur die Geschichte einer Person, sondern die Geschichte einer Familie und das ist halt auch kein
klassischen Game Over gibt, sondern wenn du gut arbeitest, wird diese Geschichte immer fortgesetzt und du erlebst dieses mittelalterliche Leben an der eigenen Haut. Und ich finde, da ist schon Potenzial drinne auf jeden Fall. Sie müssen halt noch an vielen Stellen ansetzen, damit das Spiel eben nicht langweilig wird, gerade weil es keine Kämpfe gibt. Und da müssten sie, gerade was die Welt angeht, finde ich, ein bisschen mehr drauflegen. Also sie haben schon davon gesprochen, dass es in der Version, die ich hatte, wie gesagt, ist eine sehr frühe Version gewesen, da sollte man noch nicht zu kritisch sein, aber da war es halt eben noch etwas austauschbar. Das war halt ein europäischer, mittelalterlicher Wald. So, das sieht man jetzt nicht zum ersten Mal. Und da sollte schon mehr kommen. Also die Welt fühlt sich noch sehr künstlich an. Wenn sie das schaffen, dass sich die Welt halt wirklich lebendig anfühlt, dass man halt gerne sich dorthin begibt, sich gerne in der Welt aufhält, dann, glaube ich, kann es auch Spaß machen, sich mit diesen banalen Aufgaben zu beschäftigen. Also zu sagen, ich will jetzt meinen Acker bestellen, ich will ein Jäger sein, ich will Holzfäller sein, ich möchte Handel betreiben, das geht ja auch, ich möchte vielleicht connecten mit anderen Dörfern, ich möchte auf diese Art und Weise reich werden oder sowas, ich möchte ganz viele verschiedene Wege gehen und vielleicht mache ich erst diesen Holzfällerweg und dann ein Stück der Holzfäller und mein Sohn nimmt dann einen anderen Weg, der macht dann den großen Patrizier, der auf diese Art und Weise Geld verdient und versucht, Waren ranzuschaffen. Und das finde ich spannend. Da ist Potenzial drinne, aber damit das auch Spaß macht, muss die Welt sehr lebendig wirken. Man muss sich dort wirklich aufhalten wollen. Man muss das Gefühl haben, dass es echte Menschen sind, die um dich herum sind. Und natürlich, die Quests sollten mehr sein, als es jetzt in der Preview-Version war. Hole mir Holz, damit wir Feuer machen können. Sondern vielleicht entspinnen sich da wirklich kleine interessante Geschichten zwischen der eigenen Familie und den Nachbarn. Dann, glaube ich, ist das auf jeden Fall ein sehr spaßiges und tolles Mittelalterspiel, wenn es dieses Potenzial voll ausschöpfen kann. Ja, dann drücken wir mal die Daumen, denn Mittelalterspiele, die ihr Potenzial voll ausschöpfen, da bin ich immer für zu haben. Das hast du schon öfters betont, es ist eine frühe Version gewesen. Wissen wir dann schon irgendwas über Release-Termin, Early Access, Preis, alle solchen Dinge? Ja, es wird in einen Early Access gehen, das heißt, Leute, die das spielen können, auch noch aktiv Feedback geben, damit die Entwicklung in die Richtung verläuft, in denen die Leute es gerne sehen würden. Der Early Access ist geplant für das dritte Quartal 2020. 100% fest ist es noch nicht, aber mir wurde gesagt, drittes Quartal 2020. Und wahrscheinlich, wenn alles glatt geht, 2021 dann frühestens einen Full Release. Okay. Ja, dann Fabiano, vielen Dank für deine Einschätzung. Schreibt uns auch gerne, was ihr von Medieval Dynasty bislang haltet. Glaubt ihr, das könnte ein richtig schönes Mittelalterspiel werden? Oder seid ihr noch skeptisch, dass es das x-te Steam-Survival-Ding wird, das sich nicht lange halten wird? Schreibt uns, wie gesagt, gerne. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und dann sage ich danke, Fabiano. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.